Linguistik in 60 Sekunden, Nummer 40, das Organon-Modell der Sprache von Karl Bühler. Die Sprache sei ein Organum, ein Werkzeug, mit dem der eine dem anderen etwas über die Dinge mitteilt. Somit betrachtet das Modell die kommunikative Funktion von Sprache. Es besteht aus 4 Bestandteilen. Zentraler Ausgangspunkt ist das Zeichen Z, welches durch das Dreieck im Modell symbolisiert wird. Der gestrichelte Kreis stellt das konkrete Schallphänomen dar. Das Zeichen kann während eines Sprechereignisses 3 verschiedene Funktionen einnehmen. Zum einen drückt es als Symptom die Innerlichkeit des Senders aus. Als Symbol stellt es Gegenstände und Sachverhalte dar. Die gestrichelten Linien verweisen auf die Indirektheit zwischen Zeichen, Gegenständen und Sachverhalten. Drittens kann das Zeichen in Form eines Signals an den Empfänger appellieren. Somit können die 3 Funktionen Ausdruck, Darstellung und Appell den Seiten des Dreiecks zugeordnet werden. Hierzu ein Beispiel. Als Darstellung wird gezeigt, dass der Kaffee leer ist. Als Symbol kommt die innere Gefühlswelt des Senders zum Vorschein. In der Signalfunktion dient das Zeichen als Aufforderung an den Empfänger. Unsere Sprache funktioniert nach dem Organon-Modell nicht nach einer Funktion, sondern zugleich als Darstellung, Ausdruck und Appell.